Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald70 am Start. Es geht weiter. Wir sind auf der Suche nach dem Horn von dem Windrufer oder wie er heißt. Psst, Meko, sei ruhig. Ich moderiere doch gerade. Und haben uns hier mit diesen komischen Beschwörern und Draugern angelegt. Und jetzt müssen wir hier rein. Oh. Tiefer hinab in die Gruft. Mal sehen, was uns erwartet. Ich lass mich überraschen. Was anderes kann ich eh nicht machen. Dann schauen wir mal. Psst. So, gehen wir wieder in die Ansicht. Zücken unsere Waffen. Hallo. Ui, wie sieht's denn da aus? Oh, ich kann mich vage erinnern. Oh Gott. Ich kann mich vage erinnern. Hallo, jemand da? Ach, das ist ich und die Maus. Da tappelt doch was, oder? Ah! Oh Gott. Ich immer so schreckhaft bin. Ah. Bloß nicht runterfallen. Komm schon. Da haut dieses feige Skelett ab. Was für ein Weichei. Ah. Uff. Hier ging's doch lang, oder? Schmeißt mich noch einer runter. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Oh. Ja, das bauen wir nicht ab, das wisst ihr ja, das habe ich in meinem Levelatom. Ja. Ah! Oh Gott. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich so schreckhaft bin. Kann man da außen rumgehen? Natürlich nicht. Hm. Ah. Lebt ihr alle noch? Ja, sieht gut aus. Hey, der Witzka. So, bleib hier! Wo bist du? Du wirst doch wohl nicht abhauen. Wo ist denn der? Jetzt ist mein Hund da runtergefallen. Komm her, Ruhe! Okay, so geht es natürlich auch. Da, ich höre doch was. Komm her, hier. Du dreckiger Magier. Es ist richtige Schwerstarbeit nach so langer Zeit. Hallo, noch jemand da? Oder war das nur ihr zwei? Noch hier einer da? Ich glaube, hier gab es aber auch nicht so was Besonderes. Ah ja, ein bisschen Gold. Kann ja nicht schaden. Hallo? Hallo? Na, den Heiltrank nehmen wir noch mit. Komm her. Ich hör doch schon wieder was. Ich sag's euch, ich hab Hallos. Aber ich glaube, ich habe eine Mod da, die hier da in diesen Gruften und das alles... Geräusche zusätzlich irgendwie macht. Irgendwie, ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da mal irgendeine Mod draufgeknallt habe. Das nehmen wir mit. Den Käse, das nehmen wir alles nicht mit. Das lasse ich euch alles. Das könnt ihr alles essen. Das will ich alles nicht. So. Ja, das können wir schon brauchen. Aber den Weizen, den nehmen wir mit, weil den braucht man für Heiltränke. Das war der andere Ausgang. Jetzt geht's wieder nach oben. Sicher? Von hier bin ich doch gerade gekommen. Es muss doch hier weitergehen, oder?
Nee. Verdammt, jetzt habe ich mich verlaufen, oder? Von da bin ich doch gekommen. Wo geht's weiter? Von da bin ich gekommen. Bin darüber gegangen. Ich muss da hoch und muss in die andere Richtung. Doch, ich bin richtig. Denke ich, glaube ich, meine ich. So, dann machen wir das Ganze nochmal. So, und jetzt müssten wir da lang. Hallo? Einer da? Keiner da? Das wusste ich doch. Bleib da liegen, wo du bist. Alles gut, Lydia. Was hast du denn für ein Schwert? Kenne ich gar nicht. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wo habe ich denn den jetzt hingeknallt? Hier hinten. Ja, den Korundumbahn, den können wir noch mitnehmen. Oh, wir haben ja ganz schön gutes Geld. So, mal gucken, was hier los ist. Hallo? Da ging nur eins auf. Wo war denn der andere? Ja, genau. So, jetzt. Ach, hier haben wir noch so ein... Da könnte man mal schnell gucken. Ob wir irgendwas... Oh, der ist natürlich schon gut. Hey, mein Gepäck wird schon wieder so voll. Ob wir was entzaubern können, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Gegenstand entzaubern. Ach, das kenne ich schon. Das ist ja doof. Können wir was verzaubern? Wo haben wir denn einen Ebenerzbogen her? Was ist denn mit meiner Axt hier? Ausdauer, Blitzschaden, Feuerschaden, feurige Seelen, Gesundheit absorbieren. Entschuldigung. Ach komm, machen wir das mal hier. Ach ja, hier. Ja, wollen wir. Jetzt sagt mir nicht, dass wir mit gewöhnlicher Seele... Ah, wir nehmen gewöhnlichen Seelenstein. Und jetzt herstellen. Ja. Ist es jetzt die Axt, die ich da in der Hand habe? Ist die? Ja, die ist verzaubert. Das Dumme ist, dass man die immer irgendwie wieder aufladen muss. So, jetzt gehen wir mal weiter. Lass mich durch hier. Ich halte mich schon wieder so viel mit Müll auf, ne? So. Oh, alles. Ah, oh, schaut nicht schlecht aus, oder? Hallo? Hallo? Einer da? Oh, Mann. Ach, jetzt sind wir hier. Oh, schubst mich bloß nicht, dass ich runterfalle. Wo, da war doch irgendwo so ein... Ich kann mich erinnern. Oh Gott, ich bin so eine Flasche. Yeah! Mhm, okay. Ich glaube, da oben sind auch noch welche, oder? Lydia, halt mich. Stör mich jetzt hier nicht. Ich muss mal ums Eck gucken. Ups.
einer? Ich höre doch was. Oh, ich bin blind wie Maulwurf. Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Heide Witzka. So. Haben wir alle? Ey, warum hat denn der 15 Gold dabei gehabt? Ups. So. Pack mal das mal noch ein. War hier hinten nicht auch immer noch einer? Ich bin noch nie da hinten rangekommen. Ich weiß nicht, wie man dann in das Eck kommt. Ne? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie geschafft. Ob das nur so ist, so als Köder zum Locken oder irgendwas. Ich weiß einfach nicht, wie man da hinten in das Eck kommt. Und das nach, ja, 1500 Spielstunden und noch mehr. So. Gehen wir noch schnell dahinter. Ich glaube, ich muss mal noch einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie... Entschuldigt bitte. Einen trockenen Hals. So. Na, die Skelette sind alle hinüber. Ich wollte gerade sagen, hier steht doch irgendwas. Nimm mal das Taschendiebstahl. Wenn ich später an diese Diebesgilde denke, wird es mir jetzt schon schlecht. Weil ich habe es ja überhaupt nicht mit Schleichen und so Zeug, ne? So. Und dann wollen wir mal. Jetzt kommt so für mich das Nervigste überhaupt. Weil ich diesen Schrei eigentlich normalerweise niemals benutze. Komm raus aus deinem Loch. Ach, da oben stand der. Ja, jetzt komm, jetzt zier dich nicht so. Du bist der einzige Überlebende. Put, 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 put. Auf Wiedersehen. War nett mit dir. So, hier nehmen wir noch das Gold und den Trank. Jetzt schauen wir da noch. Uah. Und dann werde ich mal sehen, wie doof ich mich anstelle, durch diese Türen zu kommen. Ich sag's euch, das ist eine Katastrophe mit mir. Weil ich da irgendwie nie das richtige Timing abpasse. So. Das können wir mal alles einpacken, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja. Lydia? Das ist nämlich, man muss sich hier irgendwie hinstellen und dann da dum 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 dum, seht ihr das? Ja, ja, ist ja gut. So. Dann, Lydia, geh weg. Schon wieder. Lydia, Lydia, komm mal mit hier. Komm mal hierher, Mädchen. Ihr müsst hinter mir sein. Wenn ihr nicht da steht, dann wird das nix. Wir brauchen... Wie hieß denn dieser blöde Schrei jetzt? Nicht unerbittliche Macht, sondern Schreie. Hier, diesen Wirbelwindsprint. Ach, der ist noch ausgerüstet. Oh Gott. Wow! Danke fürs Gespräch. Ja, wir probieren das jetzt mal noch. Zwei, dreimal. Wenn nicht, dann werde ich das offline machen. Weil, ich sag's euch, ich habe da nie das richtige Timing. Alle guten Dinge sind drei. Oder auch nicht. Hat meine Maus nicht auch, Sprinten. Sprinten. Den muss ich mal kurz austesten. Sprinten. Hm.
mache ich das noch, dann beende ich diesen Part und dieses Elend. Ich drehe noch durch. Ich muss mal kurz gucken. Okay, da sprintet sie. Ah, das Dumme ist... So viele Finger habe ich gar nicht, wie ich hier bräuchte. Ja! Ich hab's geschafft. Oh Gott. Das sieht nach ekligen Scheiß aus. Guckt. Ich hasse Spinnen. Hallo? Ich mag keine Spinnen. Hallo, einer zu Hause? Hier ist eine Feuerfalle. Kam die nicht irgendwie von hier oben? Das ist alles mit Feuer hier. Oder hier? Ich hab Angst. Erschreckt mich nicht so, ihr macht mich ganz irre. War das nicht irgendwie? Oh, nee. Ach, da war sie. Also zumindest ist da eine. Aber das ist eine normale Spinne. Ich kann mich erinnern, dass das... Ah, du Vieh! Ja, super. Ich bin tot. Na, nicht Feuerresistenz. Hallo, Heilung. Ey, das waren jetzt alle Heiltränke. Geh weg. Heide Witzka. Geh. Erstmal hier die ganzen Spinnweben. Ich hasse Spinnen. Seid ihr beide da? Meko, geht's dir gut? Oh, offensichtlich. Oh, nix wie durch hier. Mal schauen, ob wir hier noch das Ding fertig kriegen. Oh ja, das sieht gut aus. Oh Mann, es tut mir fürchterlich leid. Hallo, einer da? Was denn jetzt? Aha. Ja, das sieht ja nicht schlecht aus. Na gut. Hallo? Ist alles tot? Soll mir auch recht sein. Was liest die Nachricht? Liest die Nachricht? Was für eine Nachricht? Da hat einer das Horn geklaut, oder? Da müsste doch das Horn da sein. Drachenblut. Ich muss Mutter dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese im Flusswald.
und ich werde euch treffen, ein Freund. Ich weiß nicht, ob du ein Freund bist, wenn du mir das da klaust. Ich mühe mich hier ab, dass ich da mich durch diese blöde Gruft hier kämpfen muss und dann klaut mir irgendeiner das Horn oder was. Ich glaube, dir geht's nicht ganz gesund. Hallo, Ausgang. Wir gehen jetzt hier noch raus. Und beim nächsten Mal werden wir dann mal gucken, wer uns das Horn geklaut hat. Weißt du, so geht's ja nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir uns hier alle irgendwas klauen? Für was mühe ich mich denn ab? Naja, wenigstens ein paar Groschen hat es noch hier gelassen. Nee, 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 nee. Das ist auch meins. Ja, damit. So. Ach ja, hier. Jo, hätte man ja auch in den Geldsack packen können, oder? Warum muss ich hier alles einzeln nehmen? 200 wert, aber die ist so schwer. Die Dietriche nehmen wir auf alle Fälle. Vulkanglasbogen. Ja, wir nehmen die. Und schon bin ich wieder überladen. Oh Mann, das geht ja schon wieder gut los. Lydia, ich kann nicht laufen. Lydia, komm her hier. Put, 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 put. Das machen wir jetzt noch kurz zusammen. Ich bin direkt hinter euch. Ja, hier. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Na Gott sei Dank, ich bin schon wieder zu schwer. So, die Zwergenpfeile kannst du haben. Den Bogen kannst du haben. Das kannst du auch haben. Den Stab der Flammen, du spielst ja gerne mit so Stäben rum. Den Elfen, zwei Hände, den Streitkolben, das kannst du alles haben. Das behalte ich. Will ja nicht kleinlich sein. Hier die komische Eisenrüstung. Den Elfenschild kannst du auch haben. Was haben wir denn hier noch? Ach, ich habe ja jetzt die Magierrobe an, oder? Deswegen habe ich hier noch meine Rüstung. Gesundheit regeneriert sich 1% schneller. Das war so der erste Test, was ich mit den Dingern da mache. So. Ja, das reicht ja erstmal. Danke. Geht ihr voran? Ja, mache ich ja. Ich gehe ja sowieso immer voran. Du stehst immer bloß hinten und guckst doof. Ich muss immer die ganze Arbeit machen. Wir gehen jetzt noch gemeinsam hier raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss erstmal meinen Frosch im Hals wieder loswerden. Hallo? Mal sehen, wo wir hier rauskommen. Ich hoffe doch recht nah draußen. Dass ich nicht so weit laufen muss. Immer noch Gänge, 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 Gänge. So. Ja. Ups. Ah ja, hier sind wir wieder. Okay. Hier haben wir schon alles geplündert. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Emerald 70. Bye, bye.